Hallo? Ach Gott, Jörg, Alter. Markus? Ja. Grüß dich, Mann. Du hast heute Mittag schon mal angerufen oder so, da war ich aber nicht da. Nein, Jörg, ganz ehrlich, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Wie meinst du das, Markus? Ja, deine Jellybeans, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß, ja, also ganz ehrlich, ne? Ich meine, wenn du mich verarschst, ist das ja was anderes, aber wenn du meine Umwelt verarschst, ist das wieder was anderes, ja? Markus, Oder? ich weiß echt nicht, was du jetzt meinst im Moment, jetzt ohne Spaß. Also ich habe heute Mittag Gäste gehabt, ja. Ja, ich hab das denen aufgetischt, ja. Ich habe denen Jellybeans gezeigt. Meine Freundin hatte zwei Freundinnen da, ja, wo damals mit der Schule waren. Und also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du mir da geschickt hast oder was du da reingemacht hast, aber die Dinger haben geschmeckt, als wären sie kaputt, ja. Der Kollege von uns ist aufgestanden und dem ist rot geworden im Gesicht, ja, der hat die Dinger wieder auf den Tisch gespuckt. Ja? Ich meine, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, ja? Markus, ohne Spaß jetzt, ne? Das war Ja, ohne Spaß jetzt. eine Originalpackung Chili Beans, Alter. Alter, verarschen kann ich mich auch selber, hör mal. Ja? Also ganz ehrlich. Hast du auch gegessen davon? Natürlich habe ich gegessen und meine haben nach Kot oder sowas geschmeckt. Nach Kacke. Ist nur da. Ja. Dazu, die Dinger haben keine Ahnung, was da drin war, was du mir da geschickt hast. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich habe dich auch verarscht, aber ich habe noch nie Freunde von dir, die ich nicht kenne, reingelegt, ja? Markus, das war eine ganz normale Packung Jellybeans, Alter. Ich weiß jetzt echt nicht, was du willst, Mann. Die Kollegin von meiner Freundin ist auf die Toilette gegangen und hat gekotzt. Die hat gekotzt. Die ist mit einem fucking roten Gesicht wieder rausgekommen und Tränen in den Augen und hat gemeint, die haben nach Kotze geschmeckt oder nach was weiß ich was. Ja, Markus, Mann, ich bin jetzt echt ein bisschen geschockt gerade, Mann. Was? Ich bin jetzt echt ein bisschen geschockt. Du bist geschockt? Nee, weil es so in die Hose gegangen ist, Mann. Vielleicht war das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Haltbarkeitsdatum. Ich kenne die Dinger zwar auch, aber doch nicht so. Also nach Scheiße und was weiß ich was für Geschmacksrichtungen. Ich habe gegoogelt, Alter. Die Dinger gibt's. Na klar gibt's die, Mann. Das sind Jellybellis, Mann. Die gibt's überall. Nein, ich meine, die gibt es auch mit den Geschmacksrichtungen. Gut, Mann, ey. Ohne Witz, Mann. Vielleicht habe ich mich verklickt oder was bei der Bestellung, ey. Das war, also ganz ehrlich jetzt, ich bin so enttäuscht, ey, ehrlich, weil das waren langjährige Freunde und alles. Ja, ich habe die lange nicht mehr gesehen, die kamen extra aus Berlin. Ja, Mann, aber ey. Wir sitzen da gemütlich, wir reden miteinander, dann nach einer Stunde oder was habe ich das Teil rausgeholt und dann habe ich es in so ein Vase reingemacht, habe es auf den Tisch gestellt. Das gleich beim ersten Mal, ja, als der Johannes zum ersten Mal reingelangt hat, hat es in den Mund. Ich hab gedacht, der kotzt mir auf den Tisch. Der hat das Gesicht so verzogen, ich habe echt gedacht, ich muss einen Krankenwagen rufen oder so. Hast du gerade gelacht? Nein. Wirklich, Kevin, hast du gerade gelacht? Markus, hör zu, Alter. Das nimmt mich schon ein bisschen mit jetzt gerade. Wie viele Leute waren denn da, als das passiert Alter, ist? jetzt mal ehrlich. Ich meine, wir sind echt Freunde, ja, aber guck mal, als ich dich damals verarscht habe, ja, mit der Zahnpasta in deinen Schuhen, ja. Das ist ja noch harmlos mit dem, also im Gegenzug, was du da jetzt gemacht hast. Ganz ehrlich. Vielleicht haben die auch nur allergisch darauf reagiert, wegen dem Farbstoff E200 oder so. Da gibt es ja wirklich Leute, die reagieren da allergisch drauf auf sowas, Ganz Markus. ehrlich, verarschen kann ich mich auch selber. Ja, aber pass mal auf, jetzt zeig mal, dass ich das nur verstehen kann. Wie viele Leute waren da zu Besuch heute? Sechs.
Und die haben alle davon gegessen? Alle. Ich glaube, eins hat nach Frucht geschmeckt. Und wie alt waren die Leute alle? Mein Alter, dein Alter. Männlein, Weiblein gemischt oder was? Ja, es waren drei Mädels, drei Jungs. Markus, also ich weiß ja nicht, aber wenn du sagst, sowas gibt's auch, vielleicht habe ich mich verklickt bei der Bestellung, verstehst du? Vielleicht habe ich mich verklickt einfach. Nee, das glaube ich denn. Ich kenne dich zu gut mittlerweile, ja. Ich kenne deine Schadensfreude und ich kenne dich zu gut, Alter. Das tut mir leid, aber ich glaube, ich habe mich verklickt hier. Hast du, also ganz ehrlich, ich schicke dir doch nicht irgendwas, ja? Wenn du Kollegen einlädst. Und ich frage dich ja, keine Ahnung, oder du fragst mich, was kannst du denen anbieten? Und ich sag dir, was du denen anbieten kannst und schick dir das dann. Und das schmeckt nach Scheiße, Kotze und nach und das riecht auch, oder schmeckt nach Kiesfuß oder was weiß ich, was da heute Mittag alles dabei war. Findest du das dann witzig oder was? Es hat nach als hättest du Scheiße im Mund. So hat's geschmeckt. Ich bin fassungslos. Ich habe mich so blamiert, ehrlich. Wieso blamiert, Markus? Wieso blamiert? Ich lade doch die Leute nicht ein, um Scheiße zu fressen. Oder um Kotze zu probieren. Oder dass sie mit Pillen in die Toilette rennen, kotzen und dann wieder rausrennen mit dem roten Kopf. Du Drecksau, du lachst. Ehrlich, du lachst. Vielleicht hör das doch. Markus, ich lach nicht. Schande über dich, ehrlich. Also ich schwör's dir, du wirst, ganz ehrlich, wenn du es nicht erwartest, ja? Dann gebe ich dir so die Retourkutsche, Alter. Die sind mit rotem Kopf ins Bad gerannt. Ja. Soll ich dir jetzt noch 3000 erzählen? Nee, Alter. Sorry, echt. Ich lass mir was einfallen, das schwöre ich dir. Ehrlich. Ne, sag mal, und dann sind die... Bist du noch da, Schatz? Aber mir jetzt gerade geleckt. Kann sag mal, sind die dann einfach gegangen oder was dann passiert? Also ich musste, also sie hat jetzt, also die Freundin von meiner Freundin, die konnte erst gar nicht richtig aufstehen irgendwie, der war übel halt noch und sie sind zwar mit dem Auto gekommen, aber sind dann mit dem Taxi ins Hotel gefahren. Ich hab dich doch lachen hören, ich hab dich doch eben lachen hören, oder? Markus, ich schwör's. Wieso sind die mit dem Taxi ins Hotel gefahren? Weil sie nicht mehr fahren konnten, weil ich schlecht war, Mann. Die haben gekotzt. Wenn 4 von 6 Leuten brechen, weil sie bei dir waren, hört der Spaß auf. Markus, Mann! Dazu mir langt das, ja. Markus, ohne Witz, Mann, das ist. Das Gespräch ist hiermit beendet. Das ist wirklich schlimm jetzt, Markus. Ja, ich finde das schlimm, ganz ehrlich, ja. Also, ich werde jetzt auch, ab jetzt werde ich auch deine Freunde mit reinziehen, die ich nicht kenne, ja? Ich meine, gut, dass wir uns jahrelang schon schikanieren und sich uns gegenseitig die Reifen platt stechen und was weiß ich was, ja. Das ist genauso eine Scheißaktion wie damals, als du diese durchsichtige Folie über meine Toilette gespannt hast. Weißt du das noch? Ja. Wo ich scheißen musste. Du bist so ein Penner, ehrlich, ey. Dazu, wir telefonieren. Ach, Markus, ich bin behindert. Ja, das bist du, Alter. Dir gehört mit dem Hammer
Kopf eingeschlagen. Marcus, ich bin jetzt zurechnungsfähig. Ich habe vom Arzt einen Attest, dass ich behindert bin wegen meiner schlimmen Kindheit. Du darfst ja, das stimmt echt was nicht mit dir. Da geht's zum Psychiater oder was? Oder zum Psychologen. Du darfst das nicht so ernst nehmen, Markus. Such dir Hilfe, ich darf das nicht so ernst nehmen. Ich mach dir das nächste Mal einen Geburtstagskuchen aus Hundescheiße. Du dummes Stück Scheiße. Wir sind doch Freunde, Markus. Ich bin behindert, bitte. Oh Gott, Alter. Das Gespräch ist zu Ende. Markus, ich hab dich lieb. Nimm Taxi, ist er denn gefahren?